Ein riskantes Überholmanöver endete am Donnerstagnachmittag in einem spektakulären Unfall. Aufgrund einer Baustelle staute sich der Verkehr auf der New York Straße in Richtung Innenstadt. Eine 76-jährige Frau wollte an den wartenden Fahrzeugen vorbeifahren. Sie streifte mehrere Autos und krachte gegen den Bus der Frauennationalmannschaft aus Kasachstan. Dann schleuderte sie gegen einen Baustellen-LKW und kam schließlich in der Böschung zum Stehen. Die 76-Jährige wurde dabei schwer verletzt und massiv im Fußbereich eingeklemmt. Die Feuerwehr Wiesbaden schaffte mit hydraulischem Rettungsgerät eine große Seitenöffnung und befreite die Beine der Verletzten. Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Warum die Frau das riskante Überholmanöver unternahm, ist derzeit noch unklar. Im Berufsverkehr kam es durch die Straßensperrung zu erheblichen Behinderungen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 12.300 Euro.